Ja, herzlich willkommen bei den Maker Days for Kids. Wir befinden uns hier in den Räumlichkeiten der Technischen Universität Graz in der Infeldgasse 13. Ja, aktuell ist es noch ziemlich ruhig hier, aber schon nächste Woche werden hier um die 50 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren produktiv und kreativ tätig sein. Hier stehe ich bei der Registrierung. Das ist die erste Station für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und deren Eltern. Dort erhalten sie auch den Studienpass, den wir heuer mit einem NFC-Sticker ausgestattet haben. Mit Hilfe von dieser NFC-Technologie können wir alle Lernaktivitäten der Kinder erfassen und für unsere wissenschaftlichen Forschungen heranziehen. Nach der Registrierung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren persönlichen Platz bei den Maker Days. Dort können sie ihre Sachen ablegen und auch während des Tages jederzeit eine Pause machen. Wenn so eine Sesselgruppe voll ist, dann kommt in der Früh auch eine Betreuerin oder ein Betreuer zu dieser Sesselgruppe und erklärt den Ablauf der Maker Days. Und danach startet auch schon die Führung und ich nehme sie jetzt auch einfach mit in den Makerspace. Ja, wir befinden uns hier im Makerspace 1. Das ist der erste und größte Raum bei den Maker Days for Kids. Und hier im vorderen Bereich befindet sich die Studienberatung. Die Kinder kommen hierher und können dann ein Studium buchen. Ein Studium ist ein Einführungskurs, der ungefähr 15 bis 30 Minuten in Anspruch nimmt. Und die Kinder lernen in diesem Einführungskurs, wie Sie mit den wichtigsten Werkzeugen, die in diesem Arbeitsbereich zu finden sind, zum Beispiel der Lötkolben oder ein digitales Werkzeug wie eine Entwicklungsumgebung, also wie Sie damit umgehen können. Hier werden dann auch die Plätze für die jeweiligen Arbeitsbereiche gebucht und die Kinder können dann dorthin gehen. Ich werfe mal kurz einen Blick auf den Studienpass. Da steht im Lötlabor Stromkreise bauen mit flüssigem Metall. Das klingt spannend. Da schauen wir jetzt gleich mal hin. Ja, wir sind hier im Lötlabor angekommen. Hier gibt es verschiedene elektronische Bauteile wie Motoren, LEDs, Batterien. Die Kinder lernen hier den Lötkolben als Werkzeug kennen und dann diese Bauteile sinnvoll miteinander zu verbinden, sodass dann so ein Vibrobot entsteht oder so eine Lötübung, wie zum Beispiel das flackernde Feuer, richtig umgesetzt wird. Ja, gleich neben der Stadtplanung befindet sich das Atelier, wo jederzeit freies Basteln möglich ist. Und im Hintergrund sieht man das Kreativdepot mit einer großen Auswahl an Materialien und Werkzeugen. Das ist für die Betreuerinnen und Betreuer, also für die Kinder, jederzeit frei zugänglich. Wir haben hier alles angefangen von Buntpapier über Klebstoff bis hin zu Acrylmalfarben. Also es sollte alles in ausreichender Menge vorhanden sein.
Wir befinden uns hier im Smart Lab. Wie der Name schon sagt, geht es darum, dass die Kinder hier smarte Bastelprojekte umsetzen. Smart in dem Sinn, dass sie einen BBC Microbit in ein Bastelobjekt integrieren. Der BBC Microbit ist eine Platine mit verschiedenen Sensoren und einem Display drauf. Und er kann ganz einfach programmiert werden. Das ist ein Beispiel ein Prototyp für einen Mülleimer, der sich bedankt, wenn man etwas hineinwirft. Ja, hinter mir sehen Sie eine noch unbebaute Fläche. Hier wird während der Maker Days die Make City entstehen. Die Kinder überlegen sich hier bei der Stadtplanung, wie sie in dieser Stadt der Zukunft, wohnen, arbeiten, ihre Freizeit verbringen oder sich fortbewegen wollen. Es gibt hier Planungsdokumente oder den Maker Days Canvas, wo sie ihre eigenen Projekte planen und sich dann auch gegenseitig Feedback geben. Als Baumaterial haben wir ein großes Lego-Depot zur Verfügung. Sie können aber auch alle anderen Arbeitsbereiche nutzen, um Ihre Projekte und Ideen für die Make City umzusetzen. Wir befinden uns hier im Makerspace 2 mit den drei Arbeitsbereichen der Modellierecke, der Textilwerkstatt und dem Happy Lab. Hier stehe ich in der Modellierecke, wo alles zum Thema Digital Fabrication passiert. Wir haben hier einen 3D-Drucker, einen Vinylcutter und durch die Zusammenarbeit mit dem Fab Lab der TU Graz können wir auch den Lasercutter, also der sich direkt im Fab Lab befindet, nutzen. Ja, was machen die Kinder hier in der Modellierecke? Grundsätzlich können sie im Studium ein Produkt für den Vinylcutter oder mit dem Vinylcutter erstellen und ein digitales 3D-Modell, das dann mit dem 3D-Drucker auch gedruckt werden kann. Beim 3D-Drucken arbeiten die Kinder mit dem kostenlosen Programm Tinkercad. Dort erstellen sie ihre digitalen 3D-Modelle und im Grundstudium lernen sie das Programm und die Funktionen kennen, indem sie solche einfachen Formen modellieren. Für den Vinylcutter und für den Lasercutter gilt es ja, Vektorgrafiken zu erstellen und auch hier wird ein kostenloses webbasiertes Programm namens Vectre genutzt, mit dem die Kinder dann ihre eigenen Vektorgrafiken erstellen können. Wir befinden uns hier im Arbeitsbereich mit dem klingenden Namen Happy Lab. Ja, wie der Name schon verrät, geht es hier darum, dass die Kinder ihre eigene App für das Smartphone erstellen
Und das machen Sie mit der App Pocket Code, die an der TU Graz entwickelt worden ist und auch kostenlos über den App Store verfügbar ist. Im ersten Schritt oder im Studium lernen eben die Kinder die App Pocket Code kennen, lernen die Grundbegriffe oder Grundkonzepte auch der Programmierung kennen, wie sie die einzelnen Blöcke zusammensetzen müssen, damit dann das alles so funktioniert, wie sie es gerne hätten. Und sie können dann später eben wirklich ihre eigenen Ideen für Apps, Spiele-Apps oder Animationen dann mit der App umsetzen. Und idealerweise verwenden sie dann auch gleich ihr eigenes Smartphone, damit sie dann die Programme später zu Hause weiterentwickeln können. Ja, hier sind wir in der Textilwerkstatt, die wir in zwei Bereiche aufgeteilt haben. Zum einen dem Sticken mit der programmierbaren Stickmaschine und zum anderen dem Nähen, entweder wirklich mit der Hand nähen oder mit den Nähmaschinen. Beim Sticken geht es darum, dass die Kinder zuerst vom Stickmuster, das sie dann später quasi wirklich von der Stickmaschine sticken lassen wollen, am Papier eine Skizze machen und dann dieses Stickmuster wirklich mit der App Embroidery Designer auch programmieren. Das wird dann übertragen und von der Stickmaschine auf Stoff, auf ein T-Shirt, auf eine Stofftasche gestickt. Beim Nähen geht es in erster Linie mal darum, dass sie auch die Nähmaschine kennenlernen und damit umgehen lernen und dann weiterführende Projekte, beispielsweise wie eine Tasche oder einen Polster, auch umsetzen. Wir sind hier mittlerweile im dritten Raum angekommen, im Makerspace 3. Hier befinden sich das Kreativbüro, das Foto-Video-Studio und im hinteren Bereich die Kreativzone 2, ein freier Workshop-Bereich und die Interview-Ecke, wo sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegenseitig interviewen können. Ja, im Kreativbüro können die Kinder ihre Projektanträge stellen, also ihre eigenen Projektideen formulieren, auf Papier bringen. Wir haben hier solche Canvas vorbereitet, da können Sie eine Skizze machen von dem, was Sie dann umsetzen wollen. Sie können Ihre Vorgehensweise ein bisschen planen, indem Sie angeben, wo brauchen Sie einen Platz, in welchem Arbeitsbereich, welche Werkzeuge brauchen Sie. Und ein ganz wichtiges Element vom Kreativbüro ist, dass sich die Kinder auch gegenseitig Feedback geben. Für diesen Feedback-Prozess setzen wir auch immer so einen Feedback-Würfel mit Fragen ein, um dann möglichst neutrales Feedback zu ermöglichen. Und wenn alles passt, dann bekommen Sie eine Make-Lizenz. Das ist sozusagen die Freigabe, dass Sie dann Ihre Projektidee im Arbeitsbereich umsetzen können. Hier wird dann auch ein Platz für die Kinder gebucht, damit sie dann im jeweiligen Bereich eben
sofort losarbeiten können. Die Kinder kommen dann auch hier wieder zurück, wenn sie das Projekt abgeschlossen haben. Wir machen sozusagen die Projektabnahme und sie haben dann auch noch freiwillig die Möglichkeit, ein Foto oder ein Video hier im Ministudio anzufertigen. Im hinteren Bereich von diesem Raum haben wir eine Interview-Ecke eingerichtet, also so ein gemütliches Plätzchen, wo sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wann immer sie auch wollen, hinsetzen können und sich gegenseitig auch Interviewfragen zu den Maker Days, die wir vorbereitet haben, stellen können. Manchmal übernehmen auch wir diesen Part und ja, müssen sie ab und zu motivieren, aber sie machen das auch ganz gerne selbst. Und das ist eben wichtig für unsere wissenschaftliche Forschungsarbeit, dass wir die Kinder natürlich nach ihrer Meinung zum Konzept fragen, was ihnen besonders gut gefällt und was sie auch verbessern würden. Wir befinden uns hier in der Kreativzone 2. Das ist ein freier Workshop-Bereich, der von allen Betreuerinnen und Betreuern genutzt werden kann, um spontan Workshops anzubieten, der also grundsätzlich nicht für Studien oder ein fixes Programm gebucht ist. Einmal pro Woche findet hier der Stop-Motion-Video-Workshop statt, wo die Kinder ihre eigenen Stop-Motion-Videos produzieren können. Sie müssen sich dazu eine Geschichte überlegen, die idealerweise so die Nachhaltigkeitsziele auch thematisiert und sie müssen dann auch die Hintergründe und Figuren auswählen, die dann im Video zu sehen sein sollen. Mit dem iPad und der passenden App machen sie dann auch Fotos hier im hinteren Bereich und fügen das Ganze dann zu einem Video zusammen. Abschließend müssen sie auch noch die Tonaufnahmen machen oder eine passende Musik auswählen. Ja, und eben das fertige Video dann produzieren. Da stellen sie sich dann auch gegenseitig vor und geben sich Feedback. Ja, wir sind hier im vierten und letzten Raum angekommen, im Makerspace 4 mit der Robowelt und dem digitalen Garten. In der Robowelt können die Kinder mit zwei verschiedenen Robotern arbeiten. Mit diesem kleinen hier, mit dem Osobot, der hat Farbsensoren auf der Unterseite und kann mit Farbcodes direkt auf Papier programmiert werden. Und zum anderen den Thymio-Robotern mit seinem voreingestellten Modi. Beide Roboter können natürlich auch am Computer programmiert werden. Also es gibt spezielle, kostenlose Entwicklungsumgebungen, wo dann die Kinder die Programme schreiben, um die Roboter entsprechend zu steuern. Wir haben für die Maker Days verschiedene Aufgabenstellungen, einführende und fortgeschrittene vorbereitet und die Kinder können sich dann dabei austoben. Ja, wir sind hier im digitalen Garten. Hier können die Kinder mit der blockbasierten Programmiersprache Scratch ihre eigenen Programme erstellen. Also im ersten Schritt lernen sie einmal die Entwicklungsumgebung kennen und auch grundlegende Konzepte der Programmierung. Und später können sie dieses Wissen oder diese Kenntnisse dann anwenden, um ihre eigenen Spiele mit Scratch zu entwickeln. Im Kreativbüro stellen sie dazu eben einen Projektantrag und können dann hierher kommen und ihre Ideen umsetzen. Ja, die Führung hört dort auf, wo sie begonnen hat, nämlich hier im Foyer bei den Sesselgruppen. Hier findet am Ende des Tages auch die Präsentation der Ergebnisse durch die Kinder statt. Und wir möchten Ihnen natürlich nun zeigen, wie das Ganze aus Sicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aussieht. Viel Spaß beim Zuschauen!